Wenn Sie an die Zukunft denken, stellen Sie sich wahrscheinlich die bemerkenswerten Technologien vor, die Sie in Comics und Filmen gesehen haben. Vielleicht beginnen Sie sich fliegende Autos, Züge, die von Elektromagneten angetrieben werden, oder Haushaltsroboter vorzustellen, die sich um alle Ihre Bedürfnisse kümmern. Moderne Wissenschaftler sind sich zwar einig, dass viele dieser Erfindungen entweder unwahrscheinlich oder unnötig sind, aber es mag Sie überraschen zu erfahren, was die Zukunft tatsächlich bringen könnte. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Gedanken mit Millionen von Menschen auf einmal teilen, indem Sie einfach auf einer Tastatur tippen und sie durch die Luft schicken. Stellen Sie sich vor, wie das Leben sein wird, wenn all die vielen Einrichtungsgegenstände eines Büros, darunter eine Schreibmaschine und ein ganzer Rolodex, in ein Gerät passen, das kleiner ist als ein Laib Brot. Denken Sie an die Urlaubspläne, die Sie machen können, wenn eine einzige Flugreise ausreicht, um irgendwo auf der Erde einen Besuch abzustatten. Ja, die Zukunft sieht sicherlich rosig aus, aber sie hat auch ihre Schattenseiten. Einigen Vorhersagen zufolge wird Fettleibigkeit wahrscheinlich grassieren und politische Korruption wird so alltäglich werden, dass sie akzeptiert wird. Menschen, die nichts Unterhaltsames oder Informatives zu sagen haben, werden ihre Forderungen nach Aufmerksamkeit verbreiten und einmal geliebte Darsteller werden zu Pushern von Schlangenöl. Das Schlimmste von allem wird vielleicht das Auftreten einer tödlichen und möglicherweise verheerenden Krankheit sein. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie sich mit Grippe angesteckt haben. Waren Sie wahrscheinlich tagelang bettlägerig und hatten weder Appetit noch Lust, Spiele zu spielen. Experten sagen voraus, dass bis zum Jahr 2020 ein neues Virus auftauchen wird, das sich von irgendwo in Asien auf den Rest der Welt ausbreiten wird. Und da die internationale Reise selbst für die gewöhnlichsten Bürger verfügbar sind, wird sich eine Krankheit, die in den vergangenen Jahren eingedämmt worden wäre, schnell in alle Ecken der Welt ausbreiten.